haben eine Gesellschaft, in der die Kinder und Jugendlichen ihre Interessen selbst vertreten. Und wir haben einen Kindergipfel. Mit dem wir euch in die Lage versetzen wollen, Politik beraten. Dieser Tag dreht sich um euch, denn heute seid ihr gefragt. Was ist aus eurer Sicht ungerecht? Welche Probleme gehen euch auf die Nerven? Welche Missstände sollten wir angehen, damit unsere Zukunft für alle lebenswert bleibt? Ihr seid die Expertinnen und Experten in eigener Sache und eure Forderungen stehen heute im Mittelpunkt. Was fordert ihr und warum ist es euch wichtig? Wir fordern Mitbestimmung in der Schule, weil es ist uns wichtig, dass wir auch die Bildung kriegen, die wir brauchen. Ich habe mich mit dem Thema Landwirtschaft befasst und werde dazu nachher auch einmal was machen, weil halt ich wohne sehr dicht an Dorf und an Feldern, an Gräben und dann hört man immer die Frösche und die Libellen und dann haben die immer so schön gequakt und hat das irgendwann aufgehört, weil immer so viel gesprüht wurde und ja, das fand ich so blöd. Um was gingen die Plakate und die Insta-Post? Dass Kinder mit Einschränkungen auch selber entscheiden dürfen, was sie in der Freizeit machen. Natürlich wäre es schön, wenn die Politiker im Bundestag gleich darüber sprechen und etwas passiert oder dass öfters so eine Veranstaltung sind und mehr Aufsehen. Also beeindruckt hat mich vor allen Dingen zum einen die Offenheit der Kinder und Jugendlicher, aber auch die Lösungskompetenz. Wir haben zum Beispiel über mentale Gesundheit gesprochen und da ging es eben sehr konkret um Möglichkeiten, den Zugang zu erleichtern zu Psychologen, beispielsweise auch übers Internet oder in der Schule. Ich glaube, in mir selber hat immer wieder geklingelt Kinderrechte im Grundgesetz und auch die Kindergrundsicherung, weil so viele Themen, die Sie angesprochen haben, die Kinder selber dadurch anpackbar wären. Und das ist natürlich irgendwie total gut, dass man da zumindest schon mal so eine politische Idee zu hat, wie die großen Ideale und Themen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen umsetzbar wären.